Ganz witzig, also von früher. Meine alle Freunde so aus der Jugendzeit, die sagen alle Antizimmer. Okay. Und die, vom, wo später gekommen sind, die sagen sind alle Andreas. Ja. Bei mir ist es umgekehrt. Okay. Da sagen alle Ludwig, die Älteren, weißt du, ja, so, gell? Ja, 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 und die Jüngeren, die Jüngeren sagen Ludwig. Okay, jetzt wissen wir das, gell? Der Andi, Andreas ist heute bei mir und wir machen eine Pfeife. Genau. Zuerst möchte ich Ihnen nochmal alles Gute wünschen fürs neue Jahr, gell? Noch sind wir ja, laufen wir das ja. Ich hoffe, Sie haben die Weihnachtszeit gut verbracht und jetzt heute schneit es, gell? Das war einmal ganz was Neues. Also wir haben auch Winterzeit, der richtige Zeitpunkt heute für eine schöne Pfeife. Was machen wir? Hast du eine Vorstellung? Ja, wir haben zuerst ja schon hallo, gesprochen. Auf gell? Meiner Seite alles Gute zum neuen Jahr. Ja. Ich freue mich, dass ich heute beim Pfeifen Lorenz, beim Ludwig heute bin und das mitmachen darf. Das ist ja was ganz Besonderes, da freue ich mich schon ewig lang drauf, ja, schon fein. Vor Weihnachten. Fein. Und von der Seite ist das eine tolle Sache. Ja. Ich habe mir Gedanken gemacht, klar, Pfeife zu machen, aber ich möchte es jetzt nicht so machen, dass ich irgendwas vorgebe. Und, ja, so wie wir zuerst schon geredet haben, soll ein bisschen stehen. Ja. Aber ungefähr so in die Richtung. Ja, Pfeife ist ein Handschmeichler, oder? Ja. Also von der Seite her gesehen, sollte man auch gucken, dass es von der Form her eine runde Form ist. Okay, was ja, man ganz gut schon Pfeife viel. Kleine Pfeifen ist, auch, dass sie stehen. So. Ja, also ja. Zwei Ideen, hast du gesagt? Genau. Ja. Das eine war im Prinzip, dass praktisch dieses der Übergang von dem Kopf, dass es eckig ist. Ja? Das, ist, ja, okay. Das habe ich mal so mal ein bisschen skizziert gehabt. Ja. Eine Kugel machen und so einen leichten Schwung, hä, Andreas. Gell? Das wäre gut. Das wäre gut. Und jetzt haben wir da diesen eckigen Übergang. Gell? Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir uns so einen Holzring rein. Dann kannst du da, aber dann darf ich da wirklich schauen, dass man irgendwas, ja, es fällt dann schon ein. Wenn man da das Mundstück relativ kurz lässt, da, weißt du, am Anschluss, dann kriegt man hinten dieses Kugelige unter, gell? Und nachher so quasi wieder flach weiter. Dann kannst du wieder über ins Mundstück nehmen, gell? Tatsächlich, ja. Also da haben wir so quasi nachher, so wie wir gesagt haben, die Wiederholung der Kugel. Das kann ich mir gut vorstellen. Und halt vom Durchmesser, weißt du, das möglichst schauen, dass wir es relativ flach halten, gell? Und wo da noch so quasi die Kugel in diesem Dings drin ist. Und dann geht das Mundstück wieder so flach weiter. Weißt du, das kann ich mir gut vorstellen. Schaut sicher gut aus. Glaube also, ja, weißt du, dass wir das da so quasi, gell? Kugel da wiederholen. Und da haben wir einfach so eine schöne Raute. Tolle Form, ja. Ja, das ist trotzdem auch eine Größe. Ja. Ja. Aber jetzt haben wir uns da für das Holz da entschieden. Sag ich einmal, da kriegen wir eine schöne Kugel raus. Und wir machen es jetzt in Schwarz mit dem Olivenholz gell, und diesem einen Ringerle dazwischen. Und da lasst euch überraschen. Richtiger Drechsler. Gell? Also Drechsler, die jetzt zuschauen, bitte wegschauen. Also, ich mache das sicher nicht richtig, aber mir ist das da gar nicht wichtig. Gell? Also es funktioniert und wichtig ist, dass das rund wird, so wie ich es brauche. Alles andere ist mir das Ergebnis zählt. Ja genau, ob die Ausführung hervorragend ist, ist mir eigentlich gleich. Drehen wir schon langsam herum. Und siehst du, das Holz ist sehr schön. Wunderbar. Gell? Auch in der Maserung. Also da das bis jetzt einmal kein riesiger Einschuss. Jetzt müssen wir gleich schauen, dass wir es halt wirklich da. Siehst du, jetzt haben wir ungefähr die gleichen
die gleichen Abstände, also wir sind sehr mittig drin, gell? Macht man sie vielleicht ein bisschen niederer, dass wir das einfach nur zusammenbringen, die letzten 3 mm da, dass es schön rund wird. Das ist schön rund, 2 mm weg. Da. Die Rundung geschafft. Und eine Kugel, weißt du, es ist so gesehen, wenn ein Drechsler eine Kugel macht, nachher spannt er die ja mehrmals ein, dass das richtig schön rund wird. Das kannst du da nicht machen, weil du unten immer, also du musst immer dann aufs Auge schauen und sagen, okay, gell, das Ganze ist jetzt, wenn man es jetzt misst, 5,5 und da haben wir es auch ungefähr, also wenn du jetzt nicht zu viel wegschneidest, gell, nachher dann haben wir ungefähr eine Kugel und das ist, bleibt immer bei dem ungefähr. Gell? Also es wird nie hundertprozentige Kugel sein, weil das kriegen wir einfach nicht zusammen als Pfeife. Weil wahrscheinlich der obere Abschnitt, so quasi die letzten 2 mm von der Kugel schneidest du sowieso immer aus. Wenn du da, weil das geht gar nicht anders. Aber es schaut mir so jetzt immer gar nicht so schlecht aus. Und wie gesagt, wichtig ist mir, dass da jetzt, weil das ist auch, gell, bei einer Kugel kannst du nichts wegtun. Gell, du kannst jetzt da auf der Seite nicht einen Zentimeter weggehen. Das heißt, da musst du wirklich schauen, gell, oder hoffen, dass das Holz halt schön ist und da sind so futzi kleine Einschläge, aber das ist halt Holz. Gell, also wir sind da auf einem guten Weg. Standardmaß, ja. So ungefähr. Sie sehen, da müssen wir jetzt schauen, dass wir natürlich die Verbindung da schön herstellen können. Ja, weil sie sind da fluchtig. Das ist ganz wichtig. Ja. Und dass du aber unten noch ein Fleisch hast. Gell? Das heißt, ungefähr von der Tiefen her sind wir schon richtig. Und ein bisschen von der Breite noch. Was sagst du jetzt? Weißt du, jetzt geht es einmal innen drinnen, vom Inhalt her passt das so. Ja, das taugt gut, ja. Sehr schön. Gell, musst so vom Gefühl her, aber es wird wahrscheinlich in die Richtung von deine Pfeife gehen. Ja, es muss ja auch so anpassen, ja. Nein, aber vor allem halt der Inhalt jetzt einmal, weißt du. Aber da glaube ich... Das ist ja unglaublich... glatt. Das ist ja wie Porzellan. Das ist natürlich fein, weil da kann sich nichts ansetzen, weil da brennt sie halt nicht so leicht durch. Genau. Aber das ist gut. Bist du ja dann mit dem Sandschleifer dran, weißt du? Da haben wir nachher die ganzen Striche, aber was wir halt für heute kannst besorgen. Der Schiebe getrost auf mal. Ja, genau. Das ist die Abwandlung, das ist die unsere. Das funktioniert immer am besten. Ein bisschen feucht mal, dass es quillt. Ja. Das ist da drin, gell? Was jetzt da drauf kommt. Jetzt haben wir den hergerichtet und da müssen wir halt dann schauen beim Kleben, halt, dass man halt so schön aufkleben, dass halt die Maserung. Gell, da würde ich das oben so herum lassen, aber da unten beim Dunkeln, das fällt dann nicht so auf und dann wird ja das eh so leicht bombiert. Also es wird nicht ein bisschen rautenförmig und dann wird das alles niederer, dann schaut das gut aus. Und von der Länge her passt das dann auch. Gell. Und da dazwischen jetzt eben noch einen dünnen schwarzen Ring dazu und nachher und das da integrieren. Ja, da haben wir jetzt den Ring und den Ring jetzt so vorbereitet.
Jetzt werden wir das zuerst einmal zuschneiden, ein bisschen, dass es leichter ist. Dann tun wir das drauf und dann ist Mundstück drauf. Dann haben wir schon einmal das Gröbste aller gröben Sachen. Konzentration. Ich meine, ich tue es jetzt anzeichnen für die Kamera, gell? Aber normalerweise muss man halt einfach schauen, dass man jetzt da ungefähr so wie es dann in der Mitte ist und meistens. Und da macht man gerade so gute Filtertiefe, weißt du, wenn wir jetzt 9 mm Filter haben, dann musst du gerade so weit reinfahren, dass du der Filter leicht platzt. Ja. Das noch fein schleifen, wenn wir es halt gleich schon auf der Maschine polieren, weil sonst haben wir da viel Arbeit. Das ist, siehst du, jetzt schaut das da innen auch schon gut aus. Gerne ist das halbwegs poliert. Halbwegs poliert und lieber wieder einmal. Weißt, es ist, manchmal ist weniger nicht besser, sondern da beim Polieren ist mehr besser. Das ist leider wohl wahr. So kommt das Mundstück dran, jetzt brauchen wir halt dazwischen, tun wir jetzt die Ringe auf. Unseren berühmten Speicheltrick anwenden. Bis du sie dann rauchst, sind alle Viren eliminiert. Aber vorgestern habe ich getestet noch. Also ich bin clean. Ja. Nicht einmal verkühlt. So. Das ist zu schnell. Sieht schön, das nackelt natürlich. Ja, ja, ich habe es gerade gemerkt am Tisch. Ja. Und da muss man halt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Läuft. So, Kleber drauf. Eigentlich müsst ihr von Loctite schon. Sponsoring. Ja, dann müssen wir mal ein paar hunderttausend überweisen. Für die Werbung. Druck und jetzt einfach schön drauf und warten ein bisschen. Ne? Und wie gesagt, Superkleber geht nach wie vor am besten für solche Sachen. Vor allem das Feine ist, du kannst gleich weiterarbeiten. Ja, gell? Und das, ja, du hast keine Aushärtungszeit. Ja. Da, wenn da ein paar Sekunden wartest und das passt, verstehst du nachher. Die Größe ist fast gleich wie die Mandarine. Was sagst du jetzt dazu? Das ist witzig. Also da, hä? Was sagst du? Unglaublich. Bist du bis jetzt zufrieden? Das wäre zu wenig. Also zufrieden wäre zu wenig. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, sie wird ganz schön. Ja, auch von der Maßung, was man jetzt so sehen kann. So. Ist sie schön, ja. Ja, absolut. Ja. Und die, ein bisschen was gemacht, wenn man das so sieht. Schau mal, die Maßung, die da rauskommt. Das wird toll. Gell, jetzt müssen wir halt dann die grobe Arbeit weiter was schleifen und gell, es ist schon noch ein bisschen neu spitzbiegen und dann polieren. Also wir haben noch was vor. Wir haben noch gell? Ein bisschen was zu tun, oder? Magst du noch einen Kaffee dabei? Mit dem Dings, und zwar deswegen, dass wenn du in den Filter einsteckst, dass wenn du ein bisschen hinein drückst, dass er haltet, gell, dass er nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Filter nicht sauber drin sitzt. Ja, oder so hin und her wackelt. Ja gut, dann ist der Filter unwirksam, dann läuft er. Gell, und so, auch wenn du so ein bisschen reindruckst. Gell, so. Perfekt. Gell, so jetzt. Perfekt, ja. Und da tun wir jetzt die Filterbohrung machen. Nein, normal ist nichts. Ich zeichne es jetzt an, gell, aber
Man braucht es nicht unbedingt, aber das ist doch ein bisschen Anhaltspunkt. Also, dass du eine Richtung drin da, hast. Gell? Ja. Und ungefähr daher müssen wir. Also, da ist schon 3,5 mm, das ist genau richtig. 4 ist groß schon, 3 ist ein bisschen zu wenig. Man muss im Endeffekt nur, also man fährt da so hin und du brauchst es ja allein virtuell verlängern. Gell? Ja, du machst so um 90 Grad, dann hast du Richtung mit dabei. Ja, gell, so einfach genau. Ich muss dorthin, gell, wenn ich es jetzt wirklich da so virtuell gerade verlängere. Ja, mit dem Augenmaß hat man es ja. Nicht so, weil sonst bin ich da herunten, ja. Gell, sondern ich muss es halt so halten. Es ist, sobald eine leichte Biegung drinnen ist, ist immer ein bisschen schräg. Also gerade geht nie. Und man sieht es auch, wenn man so schaut, weißt du, man sieht es dann schon, gell? Ja, da ist die Richtung drin. Wo man ungefähr rauskommt. Und siehst du, da sind wir jetzt, also wir sind ungefähr da. Also ich bin zuversichtlich, dass das relativ gut klappt. Und lieber, was lieber ist man, es ist ein bisschen zu tief, gell? Ja, nachbohren geht immer. So, das ist der Andi. Ja, genau, so ist schon gut. So ist das gar nicht schlecht. Aber eben immer gut halten, genau. So machst du das gar nicht schlecht. Und man kommt dann schon drauf, weißt, wo der Druckpunkt ist, gell? Ja. Aber das ist halt eine Übung, weißt du? Ja, dass es nicht zu heftig wird, wenn man es stellen will. Sonst verbrennt es. Ja, das können wir. Da einfach. Weil ich schaue immer, dass das oben, weißt du, dass das ungefähr parallel ist. Also so ist es schon vom Buch her, gell? Wunderbar, ja, super. Das können wir noch sauber machen. Und nachher kann man sie feinschleifen und dann wird sie einmal gebeizt und nochmal feinschliffen und dann kann man. Jetzt tun wir das schön beizen, dass da ein bisschen die Zeichnung rauskommt. Ja, genau so. Ganz genau so überall gleichmäßig, dass man ein bisschen einen Farbton einbringen. Jetzt wird diese überschüssige Beize abgetragen. Und das macht er gut. Und wunderbar, ja. Anne. Das Holz ist wirklich sehr schön. Da ist paar Fleckerle drin. Auch mit dem Olivenholz, das ist sensationell. Ja, da kommt da die Zeichnung raus. Okay. Wunderbar. Ein würdiges Stück für den ersten Workshop im heurigen Jahr. Jetzt haben wir da noch einmal eine Beitschicht drauf oder zwei, dass wir da ein bisschen homogener werden und dann braucht man sie eigentlich gleich mal polieren und ein bisschen sauber machen und fotografieren und dann haben wir eine wirklich vom Holz her sensationell schöne Pfeife. Das ist absolut toll. So, jetzt haben wir da das Kanauberwachs, jetzt wird sie poliert und nachher machen wir da Fotolen und gut. Ja, dass man sieht, dass du auch gearbeitet hast. Ja, genau. Zumindest so am letzten. So, lieber Andi. Ja. Was sagst du jetzt? Ein wundervoller Tag. Es war einfach super. Ja, es ist ja schon dunkel, gell? Es ist dunkel, die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ja, ja. Ich bin glücklich, erst einmal dich kennengelernt zu haben. Ja, das ist mal eine Sache, weil es war wirklich
wie wenn man schon ewig kennen würde. Ja, nein, es war ein ganz angenehmer Tag. Ja, ja, das stimmt. Absolut. Gell, das stimmt. Das die gleichen gute Stück, Themen. Genau. Ja. Das gute Stück hält man in Händen. Ja. Von der Skizze halt morgen bis jetzt zum fertigen Produkt. Sei mal, gell, ich meine, sie ist natürlich schon ein bisschen. Ja. Vielleicht ein bisschen mächtiger wie auf der Zeichnung, aber das ist halt auch dem Filter geschuldet ein bisschen. Gell? Aber sie ist harmonisch. Also aber genau, das haben wir. Oder? Wenn man es so anschaut. Und das Holz ist wunderschön. Gell? Das ist unglaublich. Also wir sehen es wirklich toll. Ja. Ja, sehr gut. Also ich sage vielen Dank. Gell? Und ja, ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Gell? Also ich hoffe, in dem Jahr werden sicher noch einige Workshops sein. Und ja, so kann es weitergehen. Ein würdiger Start, gell? Absolut. Andreas. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.